Im Wasser vergessen sie alles. Sie können tauchen, sie können schwimmen und das trotz Behinderung. Und springen können sie natürlich auch. Schwimmlehrerin Birgit Lange hat es ihnen beigebracht. Wir sind als Eltern unfassbar dankbar dafür. Also wirklich, die Birgit leistet richtig, richtig tolle Arbeit mit den Kindern. Seit über 20 Jahren führt Birgit Lange Schwimmtraining mit geistig oder körperlich behinderten Kindern durch. Ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die sind genauso normal und haben genauso ihre Ticks wie alle anderen. Sie brauchen nur in bestimmten Sachen einfach etwas länger. Und wenn man ihnen diese Möglichkeit gibt und die nötige, ja, ich sage mal, die richtige Strenge und Liebe, dann funktioniert das hervorragend. Jade ist 10 Jahre und als Frühchen zur Welt gekommen. Sie hat sich als kleines Kind nur mit Rollator bewegen können. Seit einer speziellen Operation kann sie alleine gehen und jetzt kann sie auch schwimmen. Das letzte Mal hatte ich eine Arschbombe gemacht. Und ja, das ist einfach super für mich, weil das freut mich auch richtig, dass ich jetzt so viel kann. Ich kann jetzt Yoga, reiten, schwimmen. Schwimmen kann ich nur dank der Birgit. Also das. Birgit arbeitet hauptberuflich am Empfang einer ergotherapeutischen Praxis und ist zusätzlich Schwimmlehrerin. Der Einsatz für die behinderten Kinder, die etwas länger brauchen, ist rein ehrenamtlich. Dadurch, dass ich in meinem Eltern-Kind-Turn ein Kind mit Down-Syndrom hatte, das war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre alt, der sollte aber auch irgendwann schwimmen lernen. Birgit wird von der Mutter des kleinen Jungen gefragt, ob sie ihm das Schwimmen beibringen kann, aber sie ist unsicher, weil sie keine Therapeutin ist. Und den schönsten Satz, den sie dann einfach gesagt hat, ist, mein Kind braucht keine Therapeutin, mein Kind braucht jemanden, der ihm das Schwimmen beibringt. Und das haben wir dann einfach zusammen gemacht und es hat hervorragend funktioniert. Der Junge ist das erste behinderte Kind, dem Birgit das Seepferdchen ermöglicht. Als er es dann bekommen hat, war die Freude auf allen Seiten sowas von groß, dass wir einfach gesagt haben, das ist etwas, was wir jedem eigentlich ermöglichen möchten. Über Mund-zu-Mund-Propaganda bildet sich schnell eine erste Schwimmgruppe um Birgit. Sie holt sich als Unterstützung Schwimmlehrerin Kirsten Löfert mit ins Boot. Die beiden sind seit 20 Jahren ein Team, das sich blind versteht. Ohne Worte eigentlich. Ohne Worte. Da braucht man nur irgendwelche Triggerworte zu sagen und da weiß der andere sofort, um was es geht. Birgit hat ihren ganz eigenen Stil mit den Kindern zu trainieren. Die Birgit hat diese liebevolle Strenge, so eine gewisse Art einfach. Ja, die kommen eigentlich relativ schnell zum Erfolg. Außer der Sicherheit im Wasser und der Freude bedeutet das regelmäßige Schwimmen noch viel mehr für die Kinder. Denn Schwimmen fördert auch das Selbstbewusstsein. Und das Entscheidende, wie gesagt, ist, dass er sich messen kann mit den anderen Kindern und dass er, wie gesagt, auch mitschwimmen kann, mithalten kann und nicht dann halt von, ich sag das jetzt mal, kleineren dann abgehängt wird oder so. Sondern hier geht es wirklich darum, um Teilhabe. Mehr als 50 behinderten Kindern haben Birgit und auch Kirsten das Schwimmen beigebracht. Wenn sie ihr Seepferdchen bestehen, ist es immer ein besonderer Moment für alle. Wenn du das erlebt hast, wenn ein Kind über viele, viele Stunden geschwommen ist, gesprungen ist, dann getaucht ist und dann diese verdammten 25 Meter ohne anzuhalten durchschwimmt, das ist nur fantastisch. Schwimmzeiten sind inzwischen rar. 900 Euro pro Jahr kostet die Bahn. Die Stadt zahlt 320 Euro, 580 Euro der Troisdorfer Schwimmverein. Damit ist das Förderschwimmen auf jeden Fall gesichert und der Einsatz lohnt sich. Also wir haben hier schon gesessen und haben geweint, weil eben Kinder lange, lange gebraucht haben. Und wenn die diese Freude, die ist so unbeschreiblich, dann fängst du auch an zu heulen, weil du dich einfach darüber freust, dass es geklappt hat. Ciao.